Liebe Kolleginnen und Kollegen, Markus at Home begrüßt in Bern Herrn Professor Daniel Fuster und Herrn Privatdozenten Sven Trelle, mit denen wir diskutieren möchten, die Sekundärprophylaxe der Nephrolithiasis, insbesondere die Gabe von Thiazid-Diuretika zur Rezidivprävention von kalziumhaltigen Nierensteinen, fokussierend auf ihrer No-Stone-Studie, die im letzten Jahr als Latebreaker auf dem Jahreskongress der ASN präsentiert wurde und vor wenigen Wochen im New England Journal vorveröffentlicht wurde. Lieber Herr Fuster, lieber Herr Trelle, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Danke für die Einladung. Ja, danke für die Möglichkeit. Professor Fuster ist Nephrologe und leitender Arzt an dem Universitätsklinikum in Bern in der Klinik für Nephrologie und Hypertonie. Privatdozent Trelle ist Arzt mit langjähriger Spezialisierung auf die Entwicklung und Durchführung von klinischen Studien, systematischen Reviews und Meta-Analysen. Und er ist seit 2018 Direktor der CTU Bern. Die beiden sind Senior-Autoren von No-Stone, die unseres Wissens, glaube ich, größte randomisierte pharmakologische Studie zur Rezidivprophylaxe der Nephrolithiasis ist. Herzlichen Glückwunsch bereits hierzu. Wir wissen, wie schwer das ist, klinische Studien durchzuführen und insbesondere, wie schwer das ist, wenn es weder relevante industrielle Unterstützung gibt, noch der Glanz der ganz neuen Wirkstoffklassen strahlt. Umso wichtiger, weil es so ein wichtiges und häufiges Krankheitsbild ist. Damit übergebe ich an meinen Co-Moderator. Zum zweiten Mal haben wir ein Dachtreffen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Mein Co-Moderator ist Professor Markus Sämann, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank an die Kollegen Fuster und Trelle, dass sie heute ihre, finde ich, Meilensteinarbeit vorstellen. Das war sicher ein enormer Aufwand, diese Studie zu machen. Und ich freue mich, wenn Sie uns jetzt kurz Ihre Studie erklären könnten. Vielen Dank. Also das ist, ich möchte einfach auch an diesem Punkt noch erwähnen, das ist, wenn man so eine Studie macht, dann ist das wirklich eine Zusammenarbeit von vielen, vielen Leuten, wie man es hier auch sieht. Und ich kann sagen, eben eigentlich on behalf of all diesen Mitarbeitern und Co-Autoren darf ich heute diese Resultate präsentieren. Nierensteine sind ein gigantisches Gesundheitsproblem. Die Lebenszeitprävalenz ist bis zu 20% bei Männern und 10% bei Frauen mittlerweile. Und die Prävalenzen und Inzidenzen steigen weltweit. Das Problem ist neben der Häufigkeit eben auch die Rezidivhäufigkeit, je nach Steintyp und natürlich schon Vergangenheit, ist das Risiko irgendwo zwischen 30% und 80%, dass man wieder Steine macht in den nächsten 10 Jahren. Die Morbidität der Patienten, Traumatisierung ist enorm und es senkt die Lebensqualität, verursacht enorme Gesundheitskosten und auch indirekte Kosten. Darum ist es klar, dass eine effektive Prävention natürlich äußerst wünschenswert wäre. Wir haben im Prinzip zwei große Klassen, Möglichkeiten der Rezidivprävention, die diätetischen Maßnahmen und die medikamentösen pharmakologischen Maßnahmen, wovon ich heute eben über die Thiazide sprechen möchte. Generell ist das Problem bei Nierensteinen, obwohl das so eine häufige Erkrankung ist, bei der Prävention, Rezidivprophylaxe gibt es wirklich sehr wenige gute, große, kontrollierte Studien. Im Fall von den Thiaziden habe ich hier die wichtigsten 11 Studien, welche zu diesem Thema gemacht wurden, vor No-Stone aufgelistet. Sie sehen, zwischen 1981 und 2006 sind diese durchgeführt worden. 5 von diesen 11 Studien, in 5 von 11 von diesen Studien wurde Hydrochlorothiazid gebraucht in Dosen 50 bis 100 Milligramm täglich kumulativ und etwa hälftig waren es Hydrochlorothiazid einmal täglich und in 3 Studien war es 2-mal täglich. Andere Thiazide wie Bendroflumethiazid oder Thiazide-like, Thiazid-ähnliche Substanzen wie Indapamid, eine Studie und Chlortalidon ebenfalls eine Studie. Mit Ausnahme der ersten 2 Studien, welche wirklich sehr kurz waren, nur 1 und 1,6 Jahre, die anderen Studien waren im Schnitt zwischen 2 und 3 Jahre und hatten einen Composite-Outcome, symptomatische
oder radiologisches Rezidiv, waren diese Studien positiv. Das heißt, haben eine starke Reduktion der Rezidive gezeigt, verglichen mit Kontroll oder Placebo, im Schnitt etwa 50%. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass wenn man diese Studien anschaut, dass sich typischerweise diese Kontroll- oder Placebo- und Thiazidarme etwa zwischen 6 und 12 Monaten nach Randomisierung, nach Follow-up sich zu trennen begannen. Diese Studien hatten, man hat es vielleicht in der Tabelle schon etwas gesehen, relativ große methodologische Mängel. Häufig waren sie nicht doppelblind, keine Intention-to-Treat-Analyse. Wir wissen nicht genau, wie viele Patienten hatten Nebenwirkungen und mussten die Studie verlassen. Was war die Ausprägung des Steinleidens, der Schweregrad zu Beginn? Insgesamt waren das sehr kleine Studien. Alle diese Studien zusammen hatten etwa 300 Patienten, also deutlich weniger als in der ganzen No-Stone-Studie mit 416 Patienten. Es wurden sehr hohe Dosen von Thiaziden eingesetzt, wie das bei der Arterienhypertonie vor 30, 40 Jahren auch Usus war. Nur wissen wir dort, dass die Dosis-Wirkungsbeziehung relativ tief ist, dass wir bezüglich Blutdruck, wenn wir mehr als 25 Milligramm zum Beispiel Hydrochlorothiazid pro Tag geben, nicht wirklich viel mehr gewinnen. Bei den Nierensteinen wissen wir es nicht, aber wir wissen, dass die Nebenwirkungen deutlich zunehmen, wenn wir hohe Dosen von Thiaziden geben. Man hat, um die radiologischen Rezidive zu suchen, wirklich schlechte, nicht spezifische und sensible bildgebende Verfahren eingesetzt, wie Abdomen-Leeraufnahmen. Und dann müssen wir auch, sollte man sich auch daran erinnern, dass eigentlich bis weit in die 90er Jahre war der Goldstandard der Diät eigentlich eine kalziumarme Diät bei kalziumhaltigen Nierensteinen, etwas, das durch die bekannte Borghi-Studie vor 20 Jahren publiziert und dann auch Studien von Gary Curran und anderen wirklich widerlegt wurde. Also grundsätzlich war die Ausgangslage zu Beginn von No-Stone, dass eigentlich die Wirksamkeit und die optimale Dosierung von Thiaziden in der Rückfallprophylaxe bei kalziumhaltigen Nierensteinen unklar ist. Und der Nationalvorderschweizerische hat dann eben diese klinische Studienfördergefäß im Jahre 2015 gestartet. Und wir hatten dort diese Studienidee eingegeben und das Glück, dass wir das Geld gekriegt hatten, diese dreijährige randomisierte, doppelblind und placebo-kontrollierte multizentrische Studie durchzuführen, bei welcher wir Placebo 12,5, 25 oder 50 Milligramm Hydrochlorothiazid in der Rückfallprophylaxe untersucht hatten. Der erste Patient ist dann im März 2017 randomisiert worden und wir hatten wirklich auch ein tolles Feedback, tolle Zusammenarbeit. Alle größeren nephrologischen Zentren in der Schweiz aus allen Landesteilen haben an dieser Studie mitgemacht und es war eine sehr interessante Zeit, diese 6 Jahre der Studienzusammenarbeit. Wir haben 18-jährige Patienten, Erwachsene eingeschlossen, die kalziumhaltige Nierensteine hatten, Definition mindestens 50% Kalzium in Form von Kalziumoxalat oder Kalziumphosphat und haben die Patienten dann eben 1:1:1:1 je 104 pro Gruppe auf diese 4 Gruppen verteilt. Die Patienten mussten mindestens 2 Steinereignisse in den 10 Jahren vor der Randomisierung noch haben. Ausgeschlossen haben wir Patienten mit sekundären Ursachen, zum Beispiel primäre Hyperpara, primäre Hyperoxalerie etc. Medikamente, welche die Steinbildung beeinflussen, im positiven wie im negativen Sinne. Dann natürlich eine GFR unter 30 Milliliter pro Minute und dann so ein bisschen die üblichen Ausschlusskriterien. Die Patienten hatten Baseline, ein CT der Nieren, und 24 Stunden Urin und dann wirklich ein Termin, eine Visite am Prüfzentrum.
Dann jährlich wurden diese Prüfzentrum-Visiten wiederholt, inklusive Blutdruckmessen, 24 Stunden Urin. Und am Schluss, nach 3 Jahren, auch wieder ein Low-Dose-CT. Und zwischendrin, 3-monatlich, haben sie einen Telefonanruf der Study Nurses erhalten, wo nach dem Befinden gefragt wurde und auch nach allfälligen Steinabgängen. Der Primary Outcome war die Inzidenz des Rezidivs, eigentlich Composite, symptomatische Rezidive und radiologische Rezidive. Sekundäre Outcomes waren dann die individuellen Komponenten des primären Outcomes, dann die Veränderungen in der Blut- und Urinchemie und dann natürlich auch der Einfluss der Erkrankungs, der Phänotyp der Erkrankung zu Beginn und das Ausmaß, der Schweregrad der Erkrankung. Wir haben auch Safety-Aspekte angeschaut und es gibt auch weiterführende explorative Analysen, wie zum Beispiel Knochendichte, die wir auch gemessen haben, die im Moment jetzt noch nicht publiziert worden sind. Hier sind die Baseline-Charakteristika der Patienten. Im Schnitt waren die Patienten 49-jährig. 20% waren Frauen. Die Studie wurde in der Schweiz durchgeführt. Darum ist es wenig erstaunlich, dass die meisten Patienten eben Kaukasier waren. Im Schnitt hatten die Patienten im Median 3 Steinereignisse in den letzten 10 Jahren. Und ein Drittel der Patienten waren wirklich sehr aktive Steinbildner, die 4 oder mehr Steinereignisse hatten in den 10 Jahren vor der Randomisierung. Hyperkalziurie, definiert als über 5 Millimol pro 24 Stunden Kalzium, entsprechend 200 Milligramm Kalzium, hatten etwas mehr als 60%. Hier sind die Resultate des primären Endpunktes. Auf der rechten Seite eigentlich die kumulative Inzidenzplot über die Zeit. Und man sieht eigentlich unschwer, dass sich diese Kurven sehr parallel verlaufen. Im Median, das mediane Follow-up war 2,92 Jahre. Und man sieht, dass wir Patienten hatten, die auch über 3 Jahre beobachtet wurden. Kumulativ gesehen hatten 59 Patienten im Placeboarm ein Rezidiv, 48% im 50 Milligramm, 56% im 25 Milligramm und 59% im 12,5 Milligramm HCT-Arm einen primären Endpunkt Event. Bei den symptomatischen Rezidiven sieht der Verlauf sehr ähnlich aus, wenn wir den Graph anschauen auf der rechten Seite. Die Kurven verlaufen sehr, sehr parallel. Kumulativ 38% im Placeboarm mit einem symptomatischen Rezidiv, 28% mit 50 Milligramm, 40% mit 25 Milligramm und 38% mit 12,5 Milligramm. HCT, die ein symptomatisches Rezidiv hatten. Wenn wir jetzt spezifisch radiologische Rezidive anschauen, und da muss man vielleicht noch klarstellen, wie haben wir das definiert? Das war ein neuer Stein im End-of-Study-CT verglichen mit dem Baseline-CT oder ein Stein, der größer geworden ist. Das ist ein Composite-radiologischer Outcome, wenn man so will. Und man sieht da, dass in 49% der Fälle der Fall war bei Placebo-Patienten, 12,5 Milligramm HCT-Probanden, da waren es 45% und dann 32% und 34% bei 25 respektive 50 im 50 Milligramm HCT-Arm. Wichtig in diesem Punkt auch noch zu sagen, dass es sehr viel Information auch im Supplement hat. Ich empfehle, dass Sie das, die interessiert sind, das auch durchlesen. Dort sieht man zum Beispiel, wenn man jetzt nur neue Steine im CT anschaut, dass dort keine Unterschiede gab zwischen den Gruppen. Also nur der Composite radiologische Outcome Stone Growth or New Stones war tiefer bei 25 und 50 Milligramm. Wir haben dann auch für den primären Endpunkt eine Subgruppenanalyse gemacht. Die Frage ist, profitieren vielleicht die sehr aktiven Steinbildner mehr oder Patienten, wie man a priori vielleicht erwarten würde, die ein hohes Urinkalzium oder eine sogenannte
Hyperkalziurie haben. Wie man sieht, war das nicht der Fall. Auch die Steinzusammensetzung hat keinen Einfluss gezeigt. Da muss ich sagen, da werden wir noch weitere Subgruppenanalysen machen, weil natürlich die Calciumphosphat-Steingruppe definiert als 50% oder mehr Calciumphosphat. Diese Gruppe war sehr klein und wir haben jetzt in dieser Subgruppenanalyse zum Beispiel nicht differenziert zwischen Calciumoxalat-Monohydrat und Calciumoxalat-Dihydrat-Steinen. Was ich denke auch sehr wichtig ist, ist die letzte Gruppe unten, Any Stone at Baseline, also ein Drittel der Patienten war CT-grafisch steinfrei zu Beginn der Studie. Und sowohl wenn es um die primären Endpunkt-Events geht, aber auch um symptomatische Rezidive, diese Daten sind in der Supplemental-Info, war es nicht so, dass wir dort Unterschiede gesehen hatten zwischen Placebo und Hydrochlorothiazid, was doch sehr erstaunlich ist, weil das eigentlich sicher die informativsten Patienten sind, speziell auch bezüglich symptomatischen Rezidiven. Bei Patienten, die natürlich noch Steine hatten während der Studie, kann es einen gewissen Washout-Effekt noch geben während der Studie, dass da Steinabgänge stattfinden, aber die haben eigentlich nichts zu tun mit unserer Intervention. Hier nur kurz zusammengefasst die sogenannten Adverse Events of Special Interest haben wir die genannt. Wir haben mehr neuen Diabetes mellitus und häufiger Hypokalämie definiert als unter 3 Millimol pro Liter entdeckt bei dosisabhängig bei den Hydrochlorothiazid behandelten Patienten versus Placebo auch ein bisschen mehr Gicht. Was man auch sagen kann, ist, dass die Serious Adverse Events, die waren nicht groß unterschiedlich zwischen den Gruppen. Vor allem waren sie nicht häufiger in den HCT versus Placebo-Patienten. Sie waren sogar ein bisschen höher in der Placebo-Gruppe. Wenn wir dann den Urin anschauen, sehen wir, was wir bezüglich Urin-Calcium grundsätzlich erwarten würden, nämlich jetzt hier in amerikanischen Einheiten, dass das Urin-Calcium in den HCT-behandelten Gruppen tiefer war als in Placebo. Interessant meines Erachtens auch, dass Hydrochlorothiazid, dass dort verglichen mit Placebo, es war zwar nicht hier signifikant, diese Konfidenzintervalle gehen auf beide Seiten, wenn man sich den Trend anschaut, ist das klar, tendenziell Placebo-Gruppe Citrat draufgegangen während der Studie und in den höheren Dosierungen blieb das Citrat gleich oder hat sogar abgenommen. Und ich glaube, so ein bisschen den besten klinischen, laborchemischen Surrogatparameter für Rezidive, den wir haben, sind ja diese Supersaturation, sowie die Übersättigung des Urins von Calciumoxalat oder Calciumphosphat aus 13 Parametern im Urin, die wir klinisch häufig messen, berechnen können, in diesem Fall mit diesem häufig gebrauchten Programm ECQUIL 2 und das integriert alle diese Promotoren und Inhibitoren im Urin, die wir messen, wie Calcium, wie Phosphat, Oxalat, Citrat etc. Und wir sehen eigentlich hier, dass es hier nicht relevante Abnahmen gab in den Supersaturations für Calciumoxalat und Calciumphosphat in den HCT-Gruppen verglichen mit Placebo. Sehr subtile Veränderungen nur, die eigentlich zum Bild der fehlenden Effektivität, klinischen Effektivität mit symptomatischen oder radiologischen Rezidiven eigentlich passen. Die Konklusion ist, dass eben bei Patienten mit wiederholten calciumhaltigen Nierensteinen die Rezidivhäufigkeit nicht relevant unterschiedlich war zwischen Patienten, die Hydrochlorothiazid täglich in einer Dosis von 12,5, 25 oder 50 Milligramm erhielten oder Placebo war. Und damit, denke ich, wenn es gerne bereit, Fragen mal zum Studiendesign vielleicht noch zu beantworten und dann natürlich auf weiterführende Fragen einzugehen. Ja, danke vielmals für diese sehr klaren und schönen Ausführungen und noch einmal Gratulation
zu dieser Studie, die ja multizentrisch durchgeführt, glaube ich, ein noch viel größerer Aufwand gewesen ist, als hätte man nur ein einziges Medikament studiert, weil man hat radiologisch, man hat klinisch komplexe Patienten überprüfen müssen. So eine ganz, eine Frage, die mich interessiert, was war letztlich Ihre Ursprungsmotivation, diese Studie überhaupt durchzuführen? Waren es tatsächlich nur die schwachen, bislang durchgeführten Studien oder waren das persönliche Zweifel in diesem Grundpfeiler, dass man Tiazide einfach gibt, um die Kalziumausscheidung zu senken und damit das Steinrisiko zu senken? Ja, das ist eine gute Frage. Oder? Und ich glaube, ich sehe es seit vielen, vielen Jahren, seit über 25 Jahren täglich sehr viele Nierensteinpatienten. Wir haben hier ein sehr großes, sehr aktives Zentrum. Und dann hast du immer diese Patienten, die sind dann gekommen mit Colisinopril oder diesen Kombinationspräparaten. Und da denkst du immer, ja, was mache ich eigentlich hier? Oder soll ich jetzt? Und dann schaust du die Guidelines an und dann hat Bob Riley hat einmal ein gutes Paper im VA gemacht in den USA und hat gezeigt, dass Patienten, die Tiazide kriegen, für rein nur für die Indikation Nierensteine, in etwa 3/4 der Fälle sind die nicht gemäß Evidenz verabreicht worden. Oder wir hätten ja mindestens 50 Milligramm Hydrochlorothiazid geben müssen, hat fast niemand gemacht, oder? Dasselbe mit den anderen Tiaziden. Und das war so die Frage, was sollen wir eigentlich mit diesen Patienten machen? Und natürlich häufig auch der Eindruck, dass irgendwie die kamen, hatten schon die ganze Zeit Steine und dann kamen sie irgendwie mit Co. Irbesartan oder irgendetwas und man denkst du irgendwie, was machen wir hier, oder? Und das war sicher die ganz klar die Motivation. Und dann gehst du zurück in die Literatur und schaust dir diese Studien an und dann merkst du, ja gut, aber ja, oder? Und weil irgendwie, ich glaube, gerade im Bereich der Nierensteine war halt irgendwann hat man diese Studien sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, man hat es nicht mehr so genau erinnert, niemand hat sie mehr gelesen und hat nur noch zitiert und dann ist irgendwie einfach klar, das geht und das wirkt, oder? Und wenn man sich das dann aber genau anschaut, muss man sagen, ja halt mal, aber da irgendwie, oder? Das war ja nicht doppelblind, das waren ja extrem kleine Studien, oder? Und dann, das war die Motivation, als ich gesagt habe, wir haben so viele Patienten hier mit Nierensteinen, da kann man eine Studie machen, oder? Jetzt brauchen wir das Geld und natürlich noch ein paar Zentren, die motiviert sind, mitzumachen. Also ich kann vielleicht noch kurz dazu noch was zu ergänzen, weil ich erinnere mich noch genau an die Diskussion, nur kurz noch dazu. Die waren sehr interessant am Anfang, weil wir haben intensivst diskutiert über das Studiendesign gemeinsam. Was ist eigentlich so die Fragestellung und Hauptfragestellung? Wir haben sehr lang rumgecatcht, machen wir einfach Tiazid versus Placebo oder was die Dosis und so weiter. Also es war jetzt schon eine lange Vorlaufzeit und wir haben sehr gründlich die verschiedenen Varianten durchdiskutiert, um festzustellen, was ist eigentlich die Fragestellung. Und am Schluss, glaube ich, war es so eine Kombination, wie Dani gesagt hat, aus der klinischen Routine heraus mit der Unzufriedenheit und dann die Kombination mit dem, okay, es gibt eigentlich wirklich keine gute Evidenz. Und No-Stone ist auch ein gutes Beispiel, dass bestimmte Fragestellungen immer mal wieder über die Dauer neu gestellt werden müssen, alte Fragen neu, weil sich der Hintergrund, die medizinische Versorgung im Hintergrund auch verändert über die Zeit und dann Interventionen vielleicht ihre Wirksamkeit verlieren oder verändern auf die eine oder besser werden. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Also das ist, denke ich, schon eine wichtige Message auch. Fragestellung, es bleibt nicht immer gleich und das sehen wir in der Kardiologie genauso zum Beispiel. Ja, mit dem Thromboarzt zum Beispiel, ja. Um vielleicht vorzugreifen zur Interpretation eurer Konklusion. Ich persönlich würde glauben, es müssten eigentlich in Zukunft die Guidelines umgeschrieben werden. Das Tiazid muss verschwinden. Im Editorial zu eurer Arbeit hat der Todd Alexander gesagt, vielleicht wieder in diesem üblichen langatmig langweiligen Reflex, es braucht trotzdem größere Studien und längere Follow-ups. Bei euch ist, glaube ich, das Tiazid gestorben jetzt und wird das auch in Zukunft so sein? Also die große Frage ist natürlich einerseits mal, ob die langwirksamen oder und noch potenteren, sagen wir Indapamid oder Chlortalidon, ob die einen Benefit zeigen würden, das kann ich nicht beantworten. Oder die Frage kam häufig, ja, wieso habt ihr Hydrochlorothiazid genommen? Weil
Hydrochlorothiazid ist weltweit, in den USA vielleicht nicht, aber sonst weltweit das am häufigsten gebrauchte, vor allem auch mit der arteriellen Hypertonie. 50% auch in Ostung hatten eine arterielle Hypertonie und darum kann man denen Hydrochlorothiazid geben. Und es war das bestdokumentierte und studierteste. Oder? 5 der 11 Studien hatten Hydrochlorothiazid gebraucht. Das war so ein bisschen die Hauptmotivation. Ob in Dopamid oder Chlorothalon, ich weiß es nicht. Mein Gut-Feeling, wenn ich das hier einfach so sagen wollte, die sind wahrscheinlich potenter im Senken des Calciums im Urin, aber sie verursachen auch eine ausgeprägtere Hypozitraturie. Das wissen wir. Das hat jetzt sogar wieder die Vergleichsstudie, 50 Milligramm Hydrochlorothiazid mit Chlordalidon gezeigt, 25 oder die publiziert wurde. Wir wissen, dass die mehr Hypokalämie, mehr Hypozitraturie machen und der Netteffekt auf die Supersaturation wird er dann durch die Zitratabnahme wieder negiert, oder? Also auf den, und das ist die Hypothese, aber remains to be shown. Also das kann ich nicht beantworten. Und da muss ich natürlich jetzt sagen, da gibt es einen, sage ich mal, eine weiterhin bestehende Wissenslücke. Der andere Punkt ist, jetzt kommt einer und hat eine arterielle Hypertonie und hat Nierensteine, dann kann man sagen, ja gut, ich meine, ein kleinstes Signal hat es gegeben, du kannst ihm ja vielleicht 25 Milligramm im Minimum geben, würde ich ihm jetzt Indapamid geben oder Chlordalidon in einem Kombinationspräparat, ich weiß es nicht. Oder? Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man die Veränderungen im Urin anschaut und sich einfach klar ist, wenn man das Glück hat, dass man Supersaturation kriegt vom Labor, ist es ein bisschen einfacher. Ich glaube, wenn man diesen Surrogatparameter senken kann, dann ist man auf einem guten Weg. Oder jeder Patient ist unterschiedlich. Wir wurden auch immer wieder kritisiert, ja, diese Patienten haben sich nicht an Diät gehalten, die haben ja irgendwie 9 Gramm Kochsalz, 10 Gramm Kochsalz gegessen, viel zu viel. Ist klar, die sollten 6 Gramm essen. Oder? Aber welcher Steinpatient kann über 3 Jahre das Kochsalz auf 6 Gramm senken? Das ist extrem schwierig. Oder? Und diese Patienten waren alle nicht instruction-naiv. Wir haben die meisten dieser Patienten über Jahre schon gesehen. Die haben schon zum 100. Mal gehört, esst weniger Salz, trinkt mehr. Darum war wahrscheinlich auch der Abfall der Salurie nicht sehr ausgeprägt, weil die schon, ja, oder das irgendwann ist einfach, und das Baseline-Urinvolumen war schon relativ hoch, oder wenn man sich andere Studien anschaut, also das war schon über 1,5 Liter, und also die waren nicht instruction-naiv, das ist vielleicht wichtig, oder haben das schon vielfach gehört. Ja. Und das war vielleicht ein Grund, wieso dieser Drop, diese Changes da nicht so groß waren. Ich glaube, was man bei den Reaktionen merkt, auch bei dem Editorial, um das auch noch kurz zu sagen, also ich bin ja kein Nephrologe, insofern ich gucke da sehr von außen drauf. Aber was wir sehen, ist natürlich schon die generelle Problematik, langjährige oder jahrzehntealte Praxis quasi, und jetzt kommt eine Studie und bedeutet es, wir müssen alles ändern und über den Haufen schmeißen. Und dann verstehe ich natürlich, dass man dort erstmal zurückhaltend ist. Auf der anderen Seite, wenn wir realisieren, was wir für einen Aufwand hatten für No-Stone, die wahrscheinlich und wissen, was in der Geschichte passiert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nochmal jemand eine größere und längere Studie macht, nur das halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Ich halte da mit der Wissenschaftslogik nach Sir Karl Popper, wenn eine Hypothese tot ist, darf sie nicht wieder reanimiert werden. Und ja, im Prinzip ist die Hypothese jetzt für mich gestorben. Es gibt ja auch die Downside der Thiazide. Wir haben ja hier auf Marcus at Home den Rajiv Agarwal gehabt und den Kollegen Trujas aus dem kardiorenalen Setting mit Chlordalidon und Thiaziden. Und man sieht immer ein aufs andere Mal, die Nebenwirkungen sind da. Mhm. Ich habe als Arzt unangenehme Gefühle, eine Substanz zu geben, die die Insulinresistenz erhöht, und das alles auf lange Sicht. Das ist halt auch die Downside, muss man also auch sehen. Also ich würde niemals eine Chlordalidon-Studie über längere Jahre in einer höheren Dosierung nehmen, also unabhängig von Hypozitraturie etc. Eine Frage noch, in Zeiten der Precision Medicine und so, hätte man vielleicht eine größere Effektgröße gesehen, wenn man die Patienten nach dem Grad der Calciumausscheidung vielleicht sozusagen gesammelt hätte? Ich glaube, es waren ja mehr als die Hälfte, hatten ja eine deutliche Hyperkalziurie. Hätten vielleicht die mehr profitiert, die
eine extrem hohe Kalziumausscheidung hatten, respektive eine Hemmung der Kalziurie, eine bedeutsame? Also unsere Subgruppenanalyse zeigt ja ganz klar nein, oder? Dass es dort keine Unterschiede gab. Und darum glaube ich nicht. Ich glaube auch, man muss sich von diesen, also das sind die klassischen Reaktionen, die man dann hört. Man sagt, ja gut, ist klar, oder die haben zu wenig, die Hyperkalzerie, hat nicht selektioniert für Hyperkalzerie. Die meisten, fast alle dieser vergangenen Tierzidstudien haben nicht selektioniert für Hyperkalzerie. Und ich glaube, man muss diese alte Vorstellung der Dichotomen Calcium normal, Calcium hoch, diese Welt muss man verlassen. Gary Corren hat vor über 20 Jahren gezeigt, dass es ein kontinuierlicher Risikofaktor ist für die Steinbildung und nicht dichotom, schwarz-weiß und da geht es dann los. Oder? Also schon bei 2,5 Millimol pro Tag steigt das Risiko an. Dass du, und darum, ich bin überhaupt kein Anhänger dieser Dichotomisierung. Wenn wir jetzt nur Patienten mit über 20 Millimol Calcium eingeschlossen hätten, ich weiß es nicht, oder wenn man die ganzen Extreme, es ist gut möglich, dass es da gewisse Subgruppen gibt, die profitieren würden. Wir haben die wichtigsten haben wir angeschaut, natürlich immer diese Subgruppenanalysen ist immer, muss man immer mit Vorsicht genießen, oder das ist dann ein bisschen Spielen mit den Daten, aber ich glaube, ein relevantes Signal hätten wir gesehen in dieser Subgruppenanalyse, wenn diese Patienten profitiert hätten. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, den man auch erwähnen muss, vielfach wurde gesagt, ja, die Studie war nicht genug lang, die hätte 5 Jahre sein sollen. Erstens mal muss man dann mal machen, 5 Jahre placebo-kontrollierte Studie. Zweitens, wie gesagt, in diesen alten Tiazidschutten haben sich die Arme nach 6 bis 12 Monaten getrennt. Und diese Borghi-Studie, die eine Open-Label-Diät-Studie war, die immer herangezogen wurde, da haben sich die Gruppen nach 3 Jahren getrennt. Aber wenn man sich die Studie genau anschaut, im ganzen Borghi-Trial haben über 5 Jahre 35% der Patienten ein Rezidiv gehabt. In No-Stone war es 60% Rezidiv in 3 Jahren. Und wenn Sie die Figure 3 anschauen im Borghi-Manuskript, dann sehen Sie, die High-Recurrence-Patienten, auch im Borghi-Trial, die vergleichbar war, diese eine Gruppe, die Sie zeigen dort mit der No-Stone-Population, diese, da gab es keine Unterschiede zwischen der herkömmlichen und der neuen Borghi-Trial. Schauen Sie sich das an, oder? Und das sind genau die Patienten, die wir hatten in unseren Studien, die High-Risk, die mit einem hohen Rezidivrisiko, oder? Und das sind genau die Patienten, denen wir auch in der klinischen Routine ein Tiazid verschreiben würden. Okay, und vielleicht noch letzte Frage von meiner Seite. Rein absolut gesehen, was den radiologischen Endpunkt betrifft, auch wenn es die Konfidenzintervalle nicht signifikant waren, war unter den Tiaziden weniger zu sehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Jetzt könnte man sagen, okay, das Konfidenzintervall überlappt. Das heißt, es ist ein Room of Uncertainty da, wäre die Fallzahl größer gewesen, hätte man vielleicht einen Effekt gesehen? Ja, also das ist so. Sicher, wenn wir 10-mal mehr Patienten hätten, dann wäre das möglich. Aber die Frage ist ja auch nach der klinischen Relevanz. Oder? Ich meine, ich nehme ein Medikament ein für eine Erkrankung, da an der ich ja nicht sterbe. Und über 3 Jahre sieht man keinen Unterschied. Und sogar bei Patienten, die steinfrei sind. Der Effekt der Tiazide war nicht null. Da sind wir uns einig. Oder es gab da ein kleines Signal in der notabene sensibelsten und spezifischen Bildgebung, die es gibt für Nierensteine, oder? Aber der Effekt ist weit weg von dem, was diese alten Studien suggeriert haben, oder diese 50% Risikoreduktion. Und wie das in einer perfekten Welt wäre, wenn alle Patienten nur noch 6 Gramm Kochsalz gegessen hätten, möglicherweise wäre das anders. Aber das ist eben, ich glaube, die Studie, das Design, das war so nah an der klinischen Routine wie möglich. Oder? Normalerweise sehen wir diese Patienten einmal pro Jahr mit 24 Stunden Urin. Wir schauen die Resultate an, haben wir hier auch gemacht. Gesagt, Salz ist ein Problem, das ist ein Problem, Volumen ist ein Problem. Oder? Wir haben das jedes Mal adressiert. Und das zeigt die Schwierigkeit, wie die meisten Patienten, alle Gruppen hatten über 2 Liter Urin. Ich glaube, das kann man erreichen. Was extrem schwierig ist, ich sage nicht, man soll das nicht versuchen, weil es extrem wichtig ist, aber es ist extrem schwierig,
dauerhaft über Jahre eine Kochsalzrestriktion in unserer Welt zu, oder? Ja. Aber das. Okay. Na gut, dann übergebe ich an den Gunnar und dann hätte ich noch ein, zwei generelle Fragen zu Nephrolithiasis. Ja, vielleicht noch kurz zur Studie. Erstmal bin ich natürlich neugierig, wie schwierig war die Diskussion mit dem Strahlenschutz gewesen? Weil genau, was wir gehört haben, es sind ja jetzt keine lebensbedrohlichen Erkrankungen, es ist eine Follow-up-Bildgebung. War das schwierig, den Strahlenschutz zu überzeugen? Nein, überhaupt nicht, weil die Guidelines yearly imaging empfohlen, okay. Either ultrasound, KUB or low-dose CT. Und diese low-dose CT, die Definition ist ja sehr unterschiedlich, aber die Strahlendosis ist extrem tief oder ist fast vergleichbar mit einem regulären Röntgenbild. Und was es auch wichtig ist, wir haben ein Renal Limited. Das war ja Renal Limited. Wir haben nicht das ganze Abdomenbecken gefahren, sondern wir hatten nur die Niere drauf. Und das ist natürlich nochmals eine große Reduktion der Strahlendosis. Das war wobei wir schon Diskussionen hatten, Dani, am Anfang haben wir schon diskutiert, wie oft wollen wir es machen, ja. Quasi. Also das war mehr interne Diskussion, als dann am Schluss, wie wir das Protokoll eingereicht haben, war das gar nie ein Thema, glaube ich. Nein, eben, ich glaube, weil die Guidelines das auch so empfohlen haben, war das irgendwie, wir hatten am anfänglich diskutiert, jährlich ein CT, oder? Genau. Aber das wäre auch logistisch, das ist einfach auch war schwierig, finanziell natürlich. Und ja, Gott sei Dank, ich meine, weil ich glaube, das ist auch noch wichtig. Die Studien wie Borghi zum Beispiel 2002, das war Time-to-Vent-Studie. Wenn Patienten einen Vent hatten, dann sind sie raus aus der Studie. Hier, wir haben alle Patienten bis zum Schluss verfolgt, oder? Und das ist auch ein großer Unterschied. Also die Patientenjahre sind irgendwie dreimal höher, die wir hatten. Ist enorm, oder? Weil wir natürlich alle Patienten die volle Zeit beobachtet haben. Aber ja, das. Ganz spannend werden ja noch die Daten zur Knochendichtemessung, die wir dann ja noch sehen werden. Gibt es irgendwo im Bereich der Thiazide schon wirklich eine explizite randomisierte Studie, die vorher nachher guckt? Die Idee ist ja, wenn ich es richtig verstehe, es wird weniger Kalzium mit dem Urin ausgeschieden, es bleibt mehr Kalzium im Körper drin. Ja. Das heißt, die Knochendichte könnte ansteigen. Wird gibt es relativ gute Daten mit Thiaziden, observationelle. Es gibt keine Outcome-Studie die mit harten Endpunkt Fraktur mit Thiaziden. Da müssen Sie mit 10.000 Patienten über 5 Jahre und das wird irgendwie niemand finanzieren können für ein Medikament, das 20 Euro kostet pro Jahr. Aber observationelle Evidenz ist relativ gut und auch die Tatsache, dass Thiazide jetzt in Nicht-Steinbildner die Knochendichte erhöhen können. Die Effekte sind nicht riesig, aber da gibt es einen Effekt. Und wir wissen natürlich auch, dass die Patienten mit kalziumhaltigen Nierensteinen vor allem eine deutlich erhöhte Prävalenz von tiefer Knochendichte und eine erhöhte Frakturrate, vor allem an den Wirbelkörpern, etwa vierfach erhöht haben. Das ist bekannt. Von dem her wäre das diesbezüglich natürlich ein idealer Fall, ja. Aber dann ja randomisierte Daten auf die Beobachtungsdaten obendrauf und damit ja der nächste Schritt, genau. Um das zu bestätigen. Also, wir werden sehen. Was ich auch toll fand, alle Patienten hatten ja einen charakterisierten Stein gehabt, die in die Studie reingegangen. Was ja schwierig ist, also das ist jetzt hier meine deutsche Erfahrung, wenn ein Patient kommt mit der Frage Steinabklärung, dann wirklich die Information zu bekommen, ist der Stein überhaupt analysiert, was war es? Das sehen wir nicht so häufig. War das eine Herausforderung beim Einschluss? Da müssen wir sagen, da ist halt in der Schweiz die Zusammenarbeit mit den Urologen ist hervorragend in den meisten Orten. Und die erkennen auch die Wichtigkeit einer Steinanalyse, weil das ist auch für mich als Nephrologe dann extrem wichtig. Oder ist das ein 100% Calciumoxalat-Monohydratstein oder hat der noch irgendwie 80% Carbonatapatit? Und wir haben zum Beispiel hier, würde ich jetzt mal sagen, etwa 85% der Patienten, die ich zugewiesen kriege, haben eine Steinanalyse. Also das ist irgendwie, das machen hier bei unseren Kollegen der Urologie primär. Wenn natürlich bei mir einer einen Stein in die Sprechstunde bringt, schicken wir den auch ein. Aber das wird gemacht, oder mit einer Goldstandard-Technik. Das waren eigentlich hier
Infrarotspektroskopie wird das typischerweise gemacht. Ja. Das ist der Vorteil. Und was ich Sie noch fragen wollte, der Effekt auf die Zitratausscheidung. Kann man sich das erklären? Warum kommt es dazu, dass weniger Zitrat ausgeschieden wird, wenn ich den Menschen Thiazide gebe? Also es ist eine Beobachtung, die jetzt nicht neu ist von Nostone, das wurde vielfach schon gemacht. Die Idee ist, dass die Hypokaliämie, die man durch die Thiazide induziert, eine intrazelluläre Azidose verursacht und der proximale Tubulus ist natürlich sehr sensibel auf pH-Änderungen intrazelluläre. Und wenn der senst, dass der pH fällt, dass eine Azidose da ist, dann führt das zu einer vermehrten Resorption von Zitrat im proximalen Tubulus, weil sich dann die Niere entscheiden muss für Acid-Base-Homöostase oder Antilithogenität. Und das ist der Fall, die Niere entscheidet sich da immer für vermehrte Rückresorption von Zitrat, was ja eigentlich eine Base ist, die natürlich dann rückresorbiert wird. Und das ist etwas, was bekannt ist. Und ich glaube, das ist das, was eben der Vorteil ist, wenn man diese Supersaturations hat, auch in der klinischen Routine, dass einem hilft, alle diese verschiedensten Faktoren, die wir da messen im Urin, zu integrieren oder einen Compound-Effekt. Dass ich messe die einzelnen Substanzen, die gehen in eine große Rechnung rein und aus diesen verschiedenen einzelnen Substanzen werden praktisch die guten und die schlechten gegeneinander ausgerechnet und dann kommt am Schluss ein Wert. Genau, ja. Und das ist ziemlich validiert, also solche Sachen schauen wir den Nostone auch noch an, aber jetzt zum Beispiel Manuel Ferraro hat das im Borghi-Trial angeschaut und da wissen wir also, dass ein Abfall der Supersaturation für Calciumoxalat in dem ersten Follow-up ein Abfall von 10% ist fast assoziiert mit einer Risikoreduktion von 10%. Und da gibt es relativ viele Daten. Vor allem das Programm Equil 2, diese Supersaturations, es gibt viele andere Programme, die scheinen wirklich mit dem Clinical Outcome zu korrelieren. Jetzt haben wir ja über die Kochsalzausscheidung schon wiederholt gesprochen, dass das eben in der echten Welt nicht ganz so optimal ist wie in der Feenwelt, wo wir dieses kleiner als 6 Gramm haben wollen. Wir sehen es ja auch in der Hypertonie immer wieder, wie schwierig das ist. Hat Ihnen denn die Urinausscheidung ausgereicht? Es waren ja so ungefähr 2 Liter gewesen. Hätten Sie dann nicht auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen gehabt in der Sekundärprävention? Letztendlich wird das ja eine Trinkmenge von, weiß nicht, 2 bis 3 Liter oder so entsprechen. Ja, also dann nicht lieber noch mehr gesehen bei den Patienten? Ja, ein bisschen mehr. Das war 2,1 Liter etwa. War's. Ja, eigentlich 2,5 Liter hätten wir da gerne. Aber auch dort, ich meine, woher kommen diese 2,5 Liter? Die kommen von der einzigen guten Studie, die gemacht wurde von Borghi, die randomisiert hat. Und wir haben gesehen, dass die über 2,5 Liter Urin hatten versus 1,2 Liter im Schnitt über 5 Jahre und die mit viel Urin hatten 50% weniger Steine. Dorther kommen diese 2,5 Liter. Aber auch dort, ich glaube nicht, dass es schwarz und weiß ist oder 3 Liter wären oder 3,5 Liter wären noch besser. Aber so der Richtwert, den wir und auch die Guidelines, ist typischerweise 2,5 Liter. Aber das fußt eben auf dieser einzigen Studie, die es gibt. Aber es ist schon wieder fast beruhigend für uns, wenn in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt in der Schweiz, in den besten Steinzentren, es eben dann auch schwierig ist, diese Werte zu erreichen. Das macht uns dann ja schon wieder so ein bisschen froh, ehrlicherweise, dass wir es nicht so viel schlechter machen. Abschließend vielleicht zum Design nochmal die Frage, hinterher ist man immer schlauer. Ärgern Sie sich manchmal, dass Sie jetzt nicht 1:1 randomisiert haben anstelle 1:1:1:1. Also, weil letztendlich, wir haben es ja auch ein paar Mal schon angerissen, bei den Patienten mit den 50 Milligramm gab es ja zumindest diese Tendenz, dass es hätte, wenn größer und so weiter, vielleicht doch noch was klarer zeigen können. Oder sagen Sie, nee, das ist genau das, was wir sehen wollten. Wir wollten diese verschiedenen Dosierungen sehen und das ist jetzt unsere Antwort. Ich glaube, man will ja, wenn man so ein Medikament verschreibt, einen relevanten Effekt sehen, oder? Und wenn ich den nicht sehe mit dieser Studie, mit dieser Power über 3 Jahre, dann muss man sich schon fragen, will ich jetzt nur für die Indikation Nierensteine diesen Patienten alle diese Nebenwirkungen aufbürden und dieses Medikament geben. Ich hätte es trotzdem weiterhin so gemacht, wir haben 50 reingenommen, weil wir wussten, das ist quasi, bis dahin gibt es sogenannte Evidenz. 12,5 und 25 verschreiben wir sehr häufig in der Hypertonie. Und wir wissen, das wirkt. Da gibt es auch Outcome-Daten und das ist effektiv. Und in der Regel mehr als 25
Milligramm Hydrochlorothiazid hast du mehr Nebenwirkungen, aber eigentlich bezüglich Hyperton nicht mehr wirklich viel added benefit. Bei den Steinen eben war die Dosis-Wirkungsbeziehung auch auf die Calciuri und Supersaturation sowieso nicht bekannt, oder? Und darum bin ich eigentlich froh, dass wir diesen Range gemacht haben. Also ich würde auch noch kurz dazu ergänzen. Ich denke auch, hinterher ist man zwar schlauer, aber den Punkt würden wir, glaube ich, nicht ändern, weil die Theorie war auch am Anfang ein bisschen die, mit der hohen Dosis haben wir mehr Abbrecher und vielleicht deswegen weniger Effektivität. Dafür sind die niedrigen Dosen vielleicht nicht ganz so effektiv, aber weniger Abbrecher. Und das haben wir uns schon auch angeschaut nochmal in der Per-Protokoll-Analyse und das hat sich auch nicht bestätigt. Also das und das hätten wir alles nicht gehabt, hätten wir einfach nur High Dose versus Placebo gemacht. Also wir hätten lange nicht so viel Information gewonnen, wenn wir so eine Studie gemacht hätten, behaupte ich. Dann habe ich, bevor ich zu Markus mal zurückgebe, noch eine vorletzte, bisschen provokative Frage. Wenn man das jetzt sieht und wenn wir jetzt auch hören, naja, das ist alles irgendwie ein bisschen fließender Übergang zwischen viel Kalzium, wenig Kalzium. Müssen wir die Patienten überhaupt noch regelmäßig 24 Stunden Urin sammeln lassen in der Steinklinik? Das ist aufwendig. Die Patienten haben große Schwierigkeiten, auf das zu machen. Nicht alles, was wir bekommen an Sammelurin, ist korrekt. Hilft uns das wirklich für die weitere Betreuung der Patienten? Also da gibt es relativ wenig Evidenz. Fragen Sie mal David Goldfarb, der wird Ihnen die Meinung sagen, oder? Es gibt eine Studie, die ist schon etwa von 30 Jahren, ich glaube in der Slowakei, Tschechoslowakei damals noch gemacht sogar, die hat gezeigt, dass dieser eben immer wieder sehen und dann tailored nach Urin, dass das besser ist. Es gibt ja auch diesen Stone-Clinic-Effekt, also wir wissen, und darum ist es wichtig, dass wir diesen Placebo-Arm hatten. Nur schon die Tatsache, dass die Patienten zu mir kommen, wir über Steine reden und vielleicht einmal pro Jahr uns sehen, das senkt schon das Risiko massiv. Oder? Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass diese Precision Medicine, die wir machen, da basierend auf dem Urin, dass das auf nicht wahnsinnig viel Evidenz beruht. Ich kann dagegen halten, dass es natürlich für Patienten häufig einfacher ist, wenn ich 2, 3 wichtige Nägel einschlagen kann, wie essen Sie weniger Salz, trinken Sie mehr. Also wenn ich mich ihm ein 3-seitiges Pamphlet an den Kopf werfe, was er jetzt noch machen soll und nicht mehr darf, also quasi 180 Grad umkehren, das können die wenigsten, aber den einen oder anderen Punkt abgeben kann man und das kann man dann auch objektivieren und kann dem Patienten auch sagen, sehen Sie, Sie essen weniger Salz, weil gerade Salz ist, das kann man mit einer Anamnese kriegen Sie das nicht raus, ist unmöglich, oder? Rauszukriegen, wie viel Salz jemand isst und geschweige denn im Verlauf und darum, aber das sind die Bücher nicht geschlossen. Also dass dort eben, ob wir Pauschalempfehlungen geben und dann oder ob das da braucht es Studien. Das ist, die Bücher sind da nicht geschlossen. Was dann ja auch wieder so ein bisschen wie in der Hypertensiologie ja ist, wo wir das auch vor allen Dingen machen, um die Patienten einfach aufmerksam zu machen auf ihre doch meist ja höhere Kochsalzzufuhr, als die meisten von uns glauben. Letzte Frage meinerseits. Wenn jetzt die Thiazide weg sind, wie ist das mit der Evidenz fürs Citrat, fürs Allopurinol bei dem kalziumhaltigen Stein? Setzen Sie das in Bern ein noch? Also das Allopurinol hat ja eine Rolle bei den hyperuricosurischen kalziumhaltigen Nierensteinen. Ne? Das ist eine Entität, die ich lustigerweise hier sehr selten sehe, in den USA aber sehr häufig gesehen wird. Und dort gibt es 2, 3 Studien, die zeigen, dass Allopurinol wirkt. Es ist auch so, gibt anekdotische Fälle, wo man sagt, ja, wenn man alles versucht hat oder schon eingesetzt hat, Thiazid, Citrat etc., dann gibt es noch Allopurinol dazu. Manchmal ist das das Zünglein an der Waage. Aber wirklich so pauschal Allopurinol geben ist sicher gestorben, aber in dieser speziellen Subgruppe. Citrat ist die Datenlage etwa so wie bei den Thiaziden. Gibt es 4, 5 Studien, die Daten wie die alten Thiazid-Studien.
Aber wirklich große, gute, kontrollierte Outcome-Studien gibt es nicht. Problem dort ist, dass eben viele Patienten das auch nicht tolerieren, wegen gastrointestinalen Nebenwirkungen häufig. Aber die Datenlage etwa ähnlich. Ich glaube, bei Harnsäuresteinen ist eine andere Geschichte. Oder? Dort ist es relativ klar, wenn Sie nur im pH über 6 einstellen, dann machen die keine Steine mehr. Das ist ein Kalziumhaltigen nicht so. Ja, ich mag nur abschließen mit einer Frage, quasi Zukunft der Steintherapie. Jetzt kann man die Diazide, glaube ich, aufgrund ihrer Studie jetzt hinter uns lassen. Und ich habe jetzt gesehen, es wird die Sweet Stone Study geben, die Sie auch leiten mit Empagliflozin in dem Fall. Wir haben nur anekdotischer Fall, wir haben einen einzigen Patienten, der hat extrem viele Calciumphosphatsteine und der ist uns zugewiesen worden mit 1,7 Kreatinin. Und Ursache war eine interstitielle Nephritis aufgrund von Mesalazin. Er hat nämlich auch Crohn und hat eine distale RTA ausgebildet, also eine renaltubuläre Azidose. Und wir haben ihm wegen seiner chronischen Niereninsuffizienz einen SGLT2-Hemmer gegeben. Und haben dann aber gesehen, er kriegt eine massiv erhöhte Zitratausscheidung. Dann hat er selber nicht geschluckt, weil er es nicht wollte. Dann haben wir das als Anlass genommen, haben gesehen, Zitrat geht wieder zurück. Dann haben wir es ihm wieder gegeben, Zitrat geht wieder raus. So, und dann habe ich Ihre Studie gesehen. Jetzt wollte ich Sie fragen, hat das eine Zukunft? Weil es gibt ja so retrospektive Daten mit den SGLT2-Hemmern. Und wenn ja, wie soll das wirken? Und ist das wirklich, glauben Sie, etwas Effektives auch jetzt? Die Switzerland-Studie, die Studie ist abgeschlossen. Wir haben einen Database-Lock in den nächsten Wochen. Das Sven ist auch beteiligt. Wir wissen die Resultate nicht. Die Daten, die Sie angesprochen haben, betreffen diese großen kardiovaskulären Outcome-Studien bei Diabetikern plus Registerdaten aus Dänemark, wo man gesehen hat, dass Patienten, die einen GLP-1-Agonisten versus einen SGLT2-Inhibitor, die mit dem SGLT2-Inhibitor hatten ein 50% reduziertes Steinrisiko. Bei Diabetikern, das ist die Evidenz, explorative Analysen, observationelle Daten. Es gibt Daten auch von der Gruppe in Lausanne und anderswo, Urinvolumen geht drauf, wissen wir, oder? Punkt 1. Punkt 2, Zitrat wurde auch schon gezeigt, dass das raufgeht. Mechanismus nicht ganz klar. Harnsäure geht auch rauf. Fraktionierte Ausscheidung geht rauf. Also verschiedene Faktoren. Urin-PH sind wir nicht ganz sicher, was passiert. Oder? Darum haben wir der Sweetstone haben mit Calciumbildner und Harnsäurebildner angeschaut. Oder auf den Surrogatparameter. Also keine Outcome-Studie, aber auf den Surrogatparameter Supersaturation. Und die Idee ist, wäre natürlich, wenn wir jetzt dort riesige Unterschiede sehen würden, ist schon die Hoffnung, dass man eine Outcome-Studie machen könnte. Wir haben, das sind Nicht-Diabetiker, die wir eingeschlossen haben in Switzerland. Ne? Also die waren normoglykäm und wir werden sehen, also ja, die SGLT2-Inhibitoren haben uns schon häufig überrascht. Und vielleicht machen Sie das ein weiteres Mal. Aber die Daten sind noch nicht da. Wir können leider noch nicht mehr sagen zu diesem Thema. Dann droht da für Sie vielleicht die nächste Einladung von uns an Sie, weil diese Entwicklung der SGLT2-Inhibitoren über das gesamte Feld der Medizin ja so phänomenal ist, dass wir das natürlich mit großem Interesse verfolgen. Aber für den Moment erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Ihnen beiden für die gute Dreiviertelstunde und vor allen Dingen natürlich dafür, das hier zu überprüfen, was in den letzten 2 Jahrzehnten oder so keiner überprüft hat. Ganz, ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach Bern. Tschüss. Vielen Dank. Ja.